Herzlich willkommen zu Elder Scrolls Online. Langes her, Ich habe lang nur gerade geklatscht. mal Ja, lang. gebraucht. Sehr lang. 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 Ja, und Und das war's dann auch schon wieder. Nein, Spaß. das war's schon wieder mit Elder Scrolls. Bis zum nächsten Muss Mal in 3 Monaten. lang. Nee, wir sind jetzt hier zu diesem Geist gelaufen. Wir Also, wir waren ja in der wollten. letzten Folge, haben wir es ja beendet mit diesem Baum töten und haben euch einfach jetzt diesen langen Weg hierhin erspart. Also, ich kann euch mal kurz die Karte zeigen. Wir waren vorher da und jetzt sind Moment, wir kann ich da. auch zeigen? Wir waren Ja, das vorher ist schon ein ganzes Stück. da, Na hier da. sind wir hier. So, Und das wollten wir und euch einfach ersparen, weil es ist langweilig. wir waren eigentlich auf dem Weg hierhin. Ich spreche mit Kammerherr Weller, aber dann haben wir diesen lustigen Geist hier knien gesehen und haben gesagt: Ach komm, das machen Er wir. sieht so lustig aus, so freundlich, so tot. Genau. Den nehmen wir noch an und mal gucken, was der so zu sagen hat. Ihr da, ihr könnt mich sehen? Wer seid ihr? Wer ich bin? Nun, ich bin Richard Dusand, berühmter Abenteurer und Schatzjäger. Zumindest war ich das einst, bevor die Kultisten in Burg Dresan mich ermordet haben. Ich war in den Ah, Ruinen da und gibt's suchte einen nach dem Schatz in den Schatz, wisst Ruinen. ihr? Welcher Schatz? Dem berühmten Schatz von Burg Dresan natürlich. Ihr könntet meine Aufgabe für mich zu Ende bringen. Es gibt 3 Statuen. Die Herolde. Nehmt die Opfergaben, die ich in meinem Rucksack mitgebracht habe, und bringt sie dem richtigen Herold dar. Das sollte einen Durchgang Ich unter dem will den Brunnen Rolfen die öffnen. Opfer da bringen. Nun hört genau zu. Ihr werdet euch eine Oh Menge Gott. merken müssen. Hey. Was sind die Herolde? Was hat es mit ihnen auf sich? Die Herolde sind 3 gravierte Statuen, die euch jeweils ein Rätsel stellen. Ihr müsst vor jedem Herold eine Opfergabe ablegen. Diese Statuen sind der Herold des Durstes, der Herold der Erinnerung und der Herold der Erleuchtung. Die Gaben sollte ich denn ablegen? Meine Tasche enthält mehrere mögliche Opfergaben. Nehmt meinen Rucksack und seht nach, ob ihr die Opfergaben mit den richtigen Herolden in Verbindung bringen könnt. Gravuren auf den Statuen geben Hinweise darauf, welche Opfergaben sie annehmen werden. Was für eine Art Schatz werde ich denn finden? In den Chroniken, die ich studiert habe, wurde das nie genau Na gesagt. super. Aber es hieß, dass hier der größte Schatz aller bretonischen Reiche aufbewahrt werden würde. Ja, dann machen wir es doch. Leb wohl, oder Bud, hast du noch. Ach ja, das interessiert mich nicht, warum die den getötet haben. Er ist tot und wir können den Schatz Ja, nehmen. hat es wahrscheinlich verdient. Ja, genau, das wird's sein. So. Wo bist du jetzt wieder hingelaufen? Da, schon wieder. Pillow ist immer wieder nur aktiv. Oh, da fackelt einer. Gute. Mal die Quest ändern. Oh ja. Warte mal, ich sehe nicht direkt einer. Ach, hier ist doch einer. Guck mal, direkt hier an der Tür. Direkt hier am. Stimmt. So, was ist das jetzt Ich hier? töte die einfach mal erstmal. Ah. Meine ist tot. Ja, meine auch. So, was ist das für ein Typ? Des Herold des Durstes. Durstes. Untersuchen. Daran. Der Dämon des Wissens entfachte großes Verlangen, Unbekannte kennenzulernen, das Ungeschriebene niederzuschreiben. Wir erinnern uns an dieses Verlangen, diesen Wissensdurst, mit einem Gefäß, das leer beginnt und mit Wissen gefüllt werden muss. Durchsuche nach zum passenden Gaben. Der Rucksack enthält 3 Gegenstände, die angemessen erscheinen. Einen alten Becher, eine mit Wasser gefüllte Glasflasche und eine hölzerne Schöpfkelle. Würde die Schöpfkelle nehmen, oder? Der Aber da Becher. stand aber eben ein Der Gefäß, muss was mit mit Wissen Wissen. gefüllt werden soll. Da wäre eher Nimm mal einen Becher. im Becher, ja. Ja, ist richtig. Passt. Wir sind so schlau. Ja. Wir sollten auf jeden Fall bei Günther Jauch auftreten. Aber sowas von. Holen uns die Millionen. Mal da glitzert's, da funkelt's. Oh, Ja. Hab ich schon. Yay, ein Fertigkeitenpunkt. Echt? Wo sieht man das Fokussi denn? ja, das wird dir angezeigt. Ich wollte auch einen Fertigkeitspunkt haben.
Wo geht das nochmal mit? K? Ätrischer Speer, fokussierter Ansturm. Ich mag auch einen haben. Hallo. Herold der Erleuchtung. Ach, da ist er einer direkt. Wissen ist Licht. Es ist das Licht der Kerze auf der Buchseite und die Erleuchtung, die das Studium uns. Wir suchen das Licht. Die Finsternis der. Du bist gerade abgehakt. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Sehr gut. Durchsuch deinen Rucksack. Du sandst Rucksack drei Möglichkeiten. Eine Kerze, Fackel, oder? Eine Kerze oder ein Splitter eines. Ich Weltkriegsscheins. Würde auch Kerze sagen. Ja, nehmen wir mal die Kerze. Yay! Yay! So schlau! Da oben sind wieder potenzielle Opfer. Okay, ich brauch definitiv mehr Mana. Yay. Alles meins. Oh. Definitiv mehr Mana. Oh. Ja. Weiß ab sofort, dass ich Mana und Leben mache. Eisenhetze der Ausdauer, nehmen wir mal mit. Nehmen wir mal mit. Uah, bam! Joa, alter Schwede, ey. Kommt da wie mal das aussieht, ne? Freak, ey. Hier, da ist ja noch einer. Hier rollt der Erinnerung. Was steht denn da Schönes? Geschichte überdauert Fleisch und Blut. Der Berg zerfällt, der See trocknet aus, aber die Karte erinnert sich. Die gesamte Geschichte ruht im Folianten. Aber der Foliant enthält nur die Wahrheit und dafür harren wir aus. Wir haben... Eine Schriftrolle nehmen, oder? Eine leere Schriftrolle und eine Ausgabe von... Ich würde die muntere, agonische Maid nehmen. Nein, ich würde auch die Schriftrolle nehmen, denke ich mal. Die Schriftrolle, ne? Ja. Oh, 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 das war falsch. Wird dann davon die Chronik sein. Wahrscheinlich die Chronik, ja. Ja. Woo. Jetzt müssen wir jetzt zu diesem Brunnen. Oh ja, kannst du auch. Alter Brunnen, betreten. Bumm. Wir sind jetzt da runtergesprungen quasi, imaginär. Ja, erinnert mich nur an den Film The Ring, ne? Ja, stimmt, genau, wo so eine kleine Kaktusse rauskommt, ey. Und dann da mit diesen... Diesen komischen Platsch. Oh. Alter Schwede. Weißt du, ein Mädchen. Oh, oh, oh. Bei mir ist es nicht die Magika, die dauernd down geht, sondern die Ausdauer, ey. Was ist das für eine? Den Lesen. Oh, erstmal Bücherregale. Bücherregale. Alles durchlesen. Bam, 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 bam. Ja, habt ihr das alle gelesen? Hä? Könnt ihr auch so schnell lesen? Ich kann alles auswendig jetzt. Was ist denn? Staubige Schriftrolle, Untersuchung. Kleiner Schlüsselfeld aus der zusammengerollten Schriftrolle. Rolle wurde mit Wachs versetzt. Ich sollte das Siegel brechen und das lesen. Oh ja, genau. Seriöse Kuriosität, verblasste staubige Schriftrolle. Aber mit die uralten Schutzzauber auf dieser Eliden Ruhe angesehen. Blablabla, bla, bla, ich öffne nachdem sie mir zugestellt wurde, der Zauber, die dafür gesorgt haben, dass sie verblassen. Oh mein Gott. Auta, Auta. Oh mein Gott, bin ich aber erschrocken. Oh mein Gott! Talazelanen. Wer seid ihr? Beider redet Deutsch. Deutsch? Der kann kein Deutsch. Ich verstehe nicht, was ihr sagt. Negoria. Heka, Delia je metana gandra lambe sino. Ich werde versuchen, etwas zu finden, das mir helfen kann, euch zu verstehen. Sprecht mit blablabla, sucht einen Bote, um euch mit ihm zu verständigen. Was da drin? Ja, schau. Ein Anhänger in der Form einer goldenen Zunge hängt an der schmalen Gott. Dann nehmen wir den mal raus. Schon nach Verlassensberührung ist sich der Anhänger auf. Er hört einen Koffer. Der wir plötzlich ein Windschuss anspielt. Stimmt, und das wissen wir. Jetzt können wir ihn durch magische Weise verstehen. Durch diese magische Zunge, die weg ist irgendwie. Es kommt zurück. Ich habe euch gesagt, ihr sollt gehen. Kann ich uns verstehen? Wir können reden. Wie günstig für euch.
Doch niemand schert sich je um die Wünsche und Bedürfnisse eines Geists. Nun gut, bringen wir es hinter uns. Warum wurdet ihr in diesem Gefäß eingesperrt? Was für eine vermessene Frage. So eine Unverfrorenheit. Entschuldigung. Ihr seid sehr rüde, genau wie meine Brüder. Sie haben mich hier gebunden. Sie waren neidisch auf meine Kräfte und auf meinen hohen Rang. Eure Brüder haben euch hier gebunden? Ja, ich hatte vor, den Lysianer zu helfen. Ich hoffte darauf, von König Ralithiel mit Ländereien belohnt zu werden. Meine Brüder banden mich hier, damit ich nicht in den Krieg eingreifen konnte. Sie sind nie mehr zurückgekommen, um mich zu befreien. Krieg ist lange vorbei. Die Alessianer haben ihn verloren. Ist das so? Nun, es freut mich, zumindest das zu hören. Vergebt mir, ich bin sehr lange Zeit mit meinem Elend allein gewesen. Könnt ihr mich befreien? Ihr müsstet die Relikte zerstören, der redet mir zu langsam. Das Siegel der Verankerung, die Animusnadel. Animusnadel und das Seelengefängnis. Werde die Artefakte zerstören. Und euch befreien. Ja, ja. Vergessen zu lesen, ne? Was denn? Danke. Brennen. Oh, da kommt ja noch einer raus. Bogenpfeilmacher, bla bla bla, bla bla bla. Ich hasse das, wenn ich dann blättern muss, weil ich nicht will, dass es irgendwas... Du hast natürlich ja irgendwelche Typen getötet, ne? Alter, was liegt denn hier rum? Achso, das ist der Typ. Animusnadel, das ist ein Schwert. Bumm. Oh. Das aussieht, als würde ich ihn so stechen. Einfach mal getötet, wie gebasht wird von uns. Da geht's, ne? Guck mal, da ist auch ein Geist. Wo denn? Seelen im Gefängnis. Ja. Yeah, Rang 2 bei Rang 13 bei zwei Hände erreicht. Boah. So, jetzt ist er zurück zu dem, ne? Ja, nicht nochmal mit denen reden. Ja, wir haben doch erst mit dem Alüdengeister gequatscht. Ich kann spüren, wie sich diese verfluchten Anker lösen. Ich bin nicht frei. Endlich bin ich frei. Und was machst du jetzt? Ach, jetzt ordentlich einen abzischen. Ich weiß es nicht. Mein Volk ist schon lange fort. Ja. Ich könnte nach Etherius weiterziehen oder in Tamriel bleiben. Um zu sehen, was aus dem Land geworden ist, nachdem die Alessianer besiegt wurden. Ich würde sagen, wir machen das Oberste. Die Zeit der Alliierten ist vorüber, Kollege. Wasch. Oder? Was machst du? Ja. Ihr habt mir gezeigt, dass ich ebenso ein Relikt bin wie die Dinge in diesem Gewölbe. Ein Überbleibsel aus der Vergangenheit. Treibgut der Zeit. Ich sollte gehen. Ich werde Etherius finden. Und endlich Frieden. Alles klar, Quest abschließen. Tündi. Oh, Rang ab. Yeah, nice. Wie kann ich denn nochmal Fertigkeitspunkt erstmal? Mit K. Mit K. Ja, und dann dieses andere? Wenn man mit C. Mit C, ja, mit C, genau. Genau.
Tja, was nehme ich denn da jetzt? Gute Frage. Nee. Schwere Rüstung. Und schwierig sowas, ne? Ja. Konstitution. Ja, ich nicht. Ich werde, denke ich mal, drakonische Macht nehmen und dann Eisenhaut noch. Fängt zusätzlich 5% Schaden ab. Das hört sich ganz gut an. Jo, verbessert. Dankeschön. Und, C hast du gesagt. Ein Attribut liegt. Bist du gerade am Klimpern? Nö. Schwanz, du bist auch so ein Schwanz, ey. Los, komm. Du Geigenspieler mit der Wand. Hallo. Laber noch mit dem Geist jetzt, oder? Ja, laber noch mit dem Geist, irgendwie mal aus. Güte des Wissens. Seit vielen hundert Jahren, seit dieser Ort verschlossen wurde, seid ihr der erste Besucher hier. Ich hatte schon die Hoffnung aufgegeben, dass je jemand seinen Weg hierher findet. Was machst du denn hier unten? Ich bin der Hochbibliothekar von Burg Dresa. Mir wurde aufgetragen, unseren größten Schatz zu hüten. Die zusammengetragenen Annalen. Der hat Annal gesagt. Von Hochfels. Seid vorsichtig mit diesen Büchern. Sie sind in tadellosem Zustand. Der Schatz ist Geschichtswissen. In der Tat. Unser Schutzpatron ist Hermeus Mora, der Wahrsager der Himmel und der über die Gezeiten des Schicksals bestimmt. Diese Schätze lagen viel zu lange hier verborgen. Das Horten von Wissen ist noch schlimmer als das Horten von Gold. So hat es zumindest unser Schutzpatron bestimmt. Was sollen wir jetzt machen? Nehmt diesen Index. Er enthält die Namen aller Bücher und Schriftrollen, die in der Burg zu finden sind. Ihr müsst den Dresan-Index jemanden geben, der damit etwas anfangen kann. Einem Gelehrten der Magie zum Beispiel. So, wie kann ich mich hier nicht herausholen? Wie eine gesittete Person könnt ihr einfach durch die Tür auf der anderen Seite des Gewölbes gehen. Ihr braucht nicht wieder den Brunnen zu benutzen. Der Schutzzauber auf dem Tor wurde gebrochen. Die Tür wird sich nun öffnen. Juhu! Mal, Kollege, was machst du denn hier unten? Siehst du da reich aus? Machst du dich mal ein bisschen in den Bücherregal? Hier habe ich schon abgerast, während du da hinten dich nicht entscheiden konntest, wo du jetzt dir welchen Finger in den Po steckst. Ah, okay. Hallo. Sahn! Sahn. Den Umrad. Die unten Hauquelle. Statt starten, Dolchsturz und Kaufenhorn. Das wird raut und die wilden Gebiete von Viertelfällen und das Glenumbramor und die Wälder von Dania und da da da. Hier lädt er noch. Oh, ich bin jetzt schon wieder hier am Tor. Ah, jetzt bin ich auch hier. Und da. Erstmal alles mitnehmen. So. Jetzt müssen wir wohin? Jetzt müssen wir erstmal jetzt der versteckte Schatz zu dem Typen, oder? Richard Dusan zurück, genau. Typen wieder zurück. Wo ist denn der gut? Da, in die Richtung. In die Richtung. Das ist ein Gegner, oh, kannst du gar nicht rauf. Voll lächerlich, oder? Was? Doch, kannst du doch. Ja, mach du mal. Ich sehe schon, du kannst das. Ah, guck mal, hier ist er. Gute Knie. Richard, hallo Richard. Ihr seid zurückgekehrt. Was habt ihr gefunden? Juwelen? Elfenbein? Gold? Ich habe den verlorenen Schatz gefunden. Es ist deine Mutter. Es ist ein Gemälde von Walter von Jadmir Schriftfall. Was? Es gibt keinen sagenhaften Schatz? Nein. Es gibt kein Gold? Nein. Ich habe für einen Haufen verschimmelter Bücher mein Leben gelassen? Ja, selber schuld, Trottel. Welch grausames Schicksal. Ich wünschte, ich hätte vorher ein Buch gehabt, das mir verraten hätte, was man in dieser dummen alten Burg findet.
Ich hatte vor, nach der Bergung der Schätze meine Freundin Valin W. in Altfelden zu treffen. Sie ist bei der Magiergilde. Oh, guck mal, Magiergilde. Ich denke, ihr könntet ihr erzählen, was ihr gefunden habt. Und ihr davon berichten, was mir zugestoßen wird ist. Wird sie am Dresan-Index interessiert sein? In der Tat. Ich weiß, dass sie an eurer Entdeckung interessiert sein wird. Auf sie übten staubige alte Bücher auch schon immer eine größere Anziehung aus als Gold oder Juwelen. Ach ja, ich glaube, es wird Zeit für mich weiterzuziehen. Lebt wohl. Joro, wir werden Ausschau nach ihr halten. Und dann werden wir so richtig, ne? Begonnen, so richtig der Dresan-Index. Ah, knacki, knacki, wacka, wacka. So, okay. Und mit diesen tollen Zukunftsplänen werden wir Tschüss sagen und uns bedanken, dass ihr... dass ihr wieder so schön zugeguckt habt, wie wir Quatsch machen. Und hallo. Soll ich dich jetzt wie meine französischen Freunde zeichnen? Okay, ja. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und macht's gut. Tschüss.